Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Bonusfolge von Let's Play Jack 3. Ja, beim letzten Mal haben wir das Spiel abgeschlossen. Hooray. Und heute schauen wir mal, was sich jetzt im Postgame alles so freigeschaltet hat. Zuallererst mal können wir in die Geheimnisse gehen. Und können jetzt feststellen, dass wir die Szenenwiederholung für Akt 3 freischalten können. Und den Jack 3 Modellbetrachter freischalten können. Und dass wir das große Album freischalten können. Also ganz viele wichtige Dinge. Dann haben wir da gerade schon ganz viele Sachen gesehen, die wir holen können. Aber wir fangen mal oben an. Die Sachen haben wir alle gekauft. Die Fahrzeugaufrüstung mit unbegrenzten Turbos haben wir nicht geholt, weil warum sollte man? Die Level-Auswahl dritter Akt können wir mal holen. Den Heldenmodus können wir mal kaufen. Dafür müssen wir eine Datei speichern. Packen wir einfach mal dahin. Schätze ich. Ja. Um den Heldenmodus zu spielen, speichere dein aktuelles Spiel und lade dann in der Spielladenoption deine Heldenmodus-Datei. Ja, was ich gerade nicht vorhab, aber er existiert. Dunkler Jack, Unsichtbarkeit auf Wunsch, unbegrenzte Munition, Unverwundbarkeit, unbegrenzter dunkler Jack und unbegrenzter heller Jack. Und da sieht man, warum es plötzlich so viele Orbs überhaupt in dem Spiel gibt. Hier sind die ganzen teuren Sachen, die man kaufen kann. Also klar, warum nicht? Unverwundbarkeit, unbegrenzte Munition. Und eigentlich gibt es dann keinen Grund, die noch zu holen, weil, ne, warum sollte man? Klar, wir haben genug noch dafür. Warum nicht? Jetzt haben wir nicht mehr genug, um andere Sachen zu kaufen. Außer theoretisch hier, jetzt können wir mal den Spitzbart ändern. Warum nicht? Ja. In erster Linie, weil, warum nicht? So, jetzt haben wir halt, die Möglichkeit, fröhlich rumzuschießen. Und eben trotzdem noch schießen zu können, auch wenn wir nur Munition haben. Das ist der Sinn von dem unendlichen Munitionsmodus. Wir können einfach lustig Nukes in der Gegend rumschießen. Die Waffe ist schon ein bisschen Overkill, ne? Kaboom! Ja, ne? Schön ist es aber anzusehen. Das ist eigentlich eine gute Frage. Können wir eigentlich das Ding inzwischen mal fahren? Ja. Wunderbar. Was wir jetzt tun können, ist... machen wir von hier aus die Auswahl? Oder machen wir das von... Missionen? Ich meine, hier müssen wir das machen, ne? Ne, wir können uns anschauen, was wir alles für Missionen abgeschlossen haben. Das ist das. Nein, das ist nicht Neustarten beenden. Ich meine, wir wollen gleich auch beenden. Aber vor allem hätte ich ganz gerne mal... Okay, das ist alles vom Titelbildschirm aus. Okay, dann gehen wir mal auf den Titelbildschirm zurück. Jack 3. Ja. Gehen wir uns mal ein paar Geheimnisse anschauen. Wir haben nämlich zum Beispiel das Album. Wo wir uns ein paar Hintergründe anschauen können. Concept Art. Ich mag immer es, Concept Art freizuschalten. Wenn man mal so ein bisschen sieht, was haben sich die, wie ist so die Entstehungsgeschichte von manchen Sachen, wie haben wir die designt. Was so die Idee dahinter teilweise, was ist auch geschnitten worden. Was ist so die, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die Vision, das war's. Was war so die Vision der Designer? Hinter der ganzen Sache. Das muss nämlich auch ein interessanter Job sein. Nein, nicht wirklich Entwickler, sondern eben Designer für solche Dinge speziell zu sein. Für sowas angestellt zu werden. Von daher ist es halt einfach ganz interessant. Na, dadurch kriegt man immer noch nicht irgendwie den Dialog dahinter mit. Wo dann eben, wir suchen nach dem und dem, design mal was in der Richtung und dann arbeite mal da und da dran. Aber eben so dieses... mehr oder weniger fertige Concept Art dann zu sehen und dann eben zu wissen, ach ja, das haben sie dann im Spiel daraus gemacht und so. Das finde ich immer, eigentlich immer ganz interessant. Wenn wir so die ganzen zerstörten Gegenden sehen und so. Nur dass die Idee, wie der Turm ins Stadion gefallen ist und dann entsprechend da alles kaputt ist. Jeder komische Vulkan, wo wir mal waren, die Luftbasis, die wir zerstört haben von Errol. Aus irgendeinem Grund hat ja das Spiel damit angefangen, dass Vega der große Bösewicht in dem Ganzen ist, aber am Ende war es dann doch Errol.
wo ich immer noch das Gefühl habe, dass der irgendwie nicht so der perfekte Main-Villain für ein Spiel ist, aber okay. Der ist in Ordnung, schätze ich. Ja, und denkt noch, das hier ist nur das Album, das ist noch nicht das große Album. Es gibt viel anzuschauen. Aber das ist halt auch nett. Dafür muss man ja auch die ganzen Precursor-Orbs sammeln und so. Und wenigstens kriegt man halt was dafür, dass man diese ganzen optionalen Challenges macht. Man holt ja nicht nur eine nicht nur eine Zahl nach oben, so hey, ich habe Prozente in diesem Spiel geholt, sondern man kann sie eben auch greifbare Dinge für während des Gameplays und eben für auch außerhalb des Gameplays sich besorgen. Na, dass wir eben mehr Munition tragen konnten und die Waffen etwas effizienter mit der Munition waren, war halt im fürs Gameplay schon ganz nützlich, diese ganze erste Sektion an Geheimnissen, die man freischalten konnte. Und dann eben jetzt hier solche Artwork-Sachen und so für außerhalb des Spiels, ist halt einfach ganz nett. Dass man für das ganze Sammeln dann noch was bekommt. Wie gesagt, zu manch anderen Spielen, wo man dann, weiß nicht, einfach nur, wie gesagt, einfach nur eine Zahl hochtreibt oder eine Trophäe dann am Ende kriegt. Finde ich das ja halt schon irgendwie besser und ich bin der grundsätzlichen Meinung, dass ruhig alle Videospiele solche Sachen wie Concept Art für Ingame Collectibles ruhig einbauen könnten. Wenn ich so an Mario Odyssey zum Beispiel denke, wo man die 999 Monde zusammenkriegt und dann einen winzigen Screenshot für herzlichen Glückwunsch bekommt, wäre es mir lieber, wenn man stattdessen einfach dann für, hey, erreiche, obwohl du alle eigentlichen Monde im Spiel bekommen hast, treib trotzdem nochmal die Anzahl auf der Odyssey auf Maximum und dann kriegst du dafür ein Concept Art oder eine Musikplaylist oder sonst irgendwas. Ja, und eben nicht einfach nur herzlichen Glückwunsch. Na, also sind wir, glaube ich, schon so ein bisschen von den Hintergründen weg und sind mehr beim Model Viewer und so. Und Promotional Art, teilweise auf den Boxen und womit es halt beworben wurde. Oh, Bilder für Gaming-Magazin und so ein Kram. Dann haben wir noch das große Album. Charaktere. Ja, guckt euch Jack an. Einmal mit und einmal ohne Rüstung. Ich finde das Design mit Rüstung übrigens auch ziemlich cool. Nicht verwendete Designs. Noch mehr teilweise nicht verwendete Designs. Ich mag seine Bart-Version. So, er ist älter geworden, hat einen Vollbart. Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Oho, sehr schön. Na, immer mit dem Todesstern im Hintergrund. Mehr oder weniger, wie das Promotional Art am Ende auch aussieht. Nur halt noch als Concept Art. Hier einmal der Vergleich, wie er sich in den Jahren geändert hat. Vom bläugigen Jungling zum Gott des hellen und dunklen Echos. Hier haben wir Damus, unseren Papa und Vega und Seam und andere Mönche mit ihren komischen Designs. Und Kleber. Und Jinx. Der wichtigste Charakter. Errol. Das Dexter-Gesicht ist beide. Beide von den Gesichtsausdrücken sind einzigartig. Und glorreich. Ja, und die Precursor. Der große Twist dieses Spiels, dass die Precursor die ganze Zeit Otzel waren. Die als Götter angepriesen wurden, weil sie halt Magier von Oz gespielt haben und die ganze Zeit eine deutlich größere und imposantere Version von sich selber dargestellt haben. Nicht der einfallsreichste Twist in der Geschichte, aber immer noch besser als manch anderer Twist, also. Ah, hier sehen wir mal die Fahrzeuge. Ich finde es schade, dass es kein Motorrad ins Spiel geschafft hat. Andererseits sind die Handlings von den vierrädrigen Dingern schon schlecht genug. Ich brauche nicht unbedingt noch ein Motorrad in der Wüste, glaube ich. Ja, auch das Design für das Motorrad war cool. Also, ich hätte es auch genommen. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, ganz glücklich darüber, dass wir bei vierrädrigen Vorbewegungsmethoden geblieben sind. Wobei allgemein schon die große Frage ist, warum die nicht einfach irgendwelche Maschinen benutzen, die schweben. Die hätten auf Sand wahrscheinlich ein deutlich besseres Handling als halt Sachen mit Reifen. Würde man behaupten. Aber gut. Na, das ist eine
Gruppe von Ausgeschlossenen mitten in der Wüste. Ich schätze mal, die hatten nicht so unbedingt die Wahl. Also sind wir, glaube ich, da schon wieder ein bisschen von Fahrzeugen weg gewesen. Und hier sehen wir mal ein bisschen, wie das 3D-Rendern funktioniert. Wenn ich auch nur annähernd eine Ahnung hätte, was das für Programme sind und wie die funktionieren, wäre ich glücklicher. Aber zu sehen, dass sie existieren und dass da mit Layern und so einem Kram gearbeitet wird, verstehe ich soweit auch. T-Pose Dexter mit Hose. Mehr Leute in T-Posen. Ganz wichtig. Ja, die schweben dabei nicht mal. Roxas ist da besser drin, seine Dominanz durch T-Posen darzustellen. Na, hier mal die Fahrzeuge in 3D. Mit der Concept Art daneben, damit man nochmal sieht, wie solche Sachen eigentlich designt werden und wie das alles mit den Objekten funktioniert. Wie gesagt, wenn ich auch nur annähernd eine Ahnung hätte, was diese ganzen Dinge bedeuten, wäre ich deutlich intelligenter. Und würde das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wertschätzen können. Aber ich meine, ich sehe, dass da Technik hinter ist und dass sicherlich verdammt viel Arbeit war. Und das nehme ich schon mal als solches. Eine Sache, die ich noch ganz gerne mehr in Videospielen sehen würde, ist neben halt solchen Dingen, die wir sehen, ist was ich... Oh, welches von den Ratchet & Clank war es? Ich glaube, es war eins von den PS3-Titeln, der einem auch in dem Insomniac-Museum in so Testräume gehen lässt und halt solche Sachen, die man mit dem mit der Cheat-CD in Wind Waker in der GameCube-Version erreichen kann, ist, dass man eben also diese wirklichen Testräume nochmal sehen kann, wie sie eigentlich die Physik getestet haben und bestimmte Puzzle-Sachen und so. Das ist halt auch super interessant, finde ich. Hier können wir noch den Modellbetrachter aus Jack 1 nehmen. Das ist zum Beispiel auch cool, dass sie das einfach mit in das Spiel eingebaut haben. Damit man nochmal die ganzen Jack 1 Charaktere sich betrachten kann. Wie die Vogelfrau, der wichtigste Charakter. Und der Forscher, der angeblich unser Onkel ist, wenn ich mich recht entsinne. Und der Farmer, dessen Kühe wir in den Hintern getreten haben. Und der Fischer, mit dem wir fischen gegangen sind. Und der Bürgermeister. Und einer der beiden Typen, die für Ewigkeiten an einem riesigen Diamanten gebuddelt haben. Der Spieler, der sein Geld beim Wetten verloren hat. Claw. Einer der Bosse. Der Typ, der seine Muse verloren hat. Ja, der rote Weise. Der gelbe Weise. Der originale Dexter, den man irgendwie nie mehr wieder sieht. Und ich finde, er hat sich deutlich verbessert. Die Geologin. Der blaue Weise. Warum die Weisen nicht alle einfach halt direkt nebeneinander sind, weiß auch keiner. Ein Lurker. Lurker sind cool. Die haben mich so ein bisschen ein Flat-Flat. Mehr oder weniger die Sprungechse von heute nur als Vogel. Ja, und Jack. Okay, das ist schön, dass uns das noch komplett auf den Bildschirm zurückholt, anstatt halt einfach wieder hier rein. Aber okay. Das gehört alles zum Paket, Baby. So bin ich eben. Ich muss mich nur ganz auf mein Innerstes konzentrieren und... Okay. Ah, guck mal, ein Crocodog. Ich will auch einen Crocodog haben. Ja, ich finde halt, dass er halt, es ist halt damals auf der, Spiele alle auf der PS2 gewesen, war wahrscheinlich nicht wirklich das Problem, die ganzen Modelle einfach nochmal in dieses Spiel reinzuladen. Weil, auch selbe Engine und so. Guck mal, Errol, als er noch nicht halb Maschine war. Um ganz ehrlich zu sein. Ja, sehen Sie, das ist schon eine echt komische Sache. Und so, und Vin, als er noch keine KI war. Und irgendwie war Dexter gar nicht in den Jack- und Dexter-Modellen dabei. Komisch. Anscheinend sagen die Charaktere auch die ganze Zeit, aber ich kann es nicht hören. Ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit auf jedem einzelnen Modell hängen zu bleiben. Na, wenig nur, um so mal anzuschauen. Dann haben wir noch den Jack 3-Modellbetrachter, den wir auch in den Credits wahrscheinlich schon komplett gesehen haben. Aber wir können uns nochmal hier Gedanken anhören. Und ja, das sieht sehr nach genau den Sachen aus, die wir auch in den Credits sehen. Thorn und Cyber Errol und Jinx nochmal. Und Sig, Count Vega und die Otzel. Und ja, es sind halt die Sachen, die wir schon kennen. Dafür kann ich jetzt ein bisschen wild hin und her schalten. Okay, es kann sein, dass es bei der PS3 tatsächlich nicht mehr geht. Ich weiß, dass es bei der PS2-Version geht, die Dinger übereinander zu stapeln.
Ja, dann haben wir noch Szenenwiederholungen. Jetzt die große Frage, wir haben mal eine aus Versehen übersprungen. Aber wo war das und finde ich die? Kein Glück für Kleber. Jack's the Held. Oh, Scheiße. Jack hat eine neue Macht? Nee. Jack hebt ab? Nee. Das war, als wir... in das Metallnest gegangen sind. Das kann sein, dass es tatsächlich hier auch gar keine anwählbare Cutscene ist. Vielleicht ist es die hier gewesen. Schauen wir mal. Ja, das ist genau die Cutscene, die wir aus Versehen übersprungen haben. Jetzt können wir mal sehen. Einige Folgen später. Als ich aus Versehen Dreieck gedrückt habe in der Cutscene. Und das hat sich gelohnt, ne? Ich hoffe, das hat all eure Fragen beantwortet. Ja. Jetzt ist die große Frage. Entschärfe Satelliten, lerne, wie mein Fahrzeug fährt. Ich hoffe, dass wir uns hier nach einfach frei im Dingens bewegen können. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt einfach nur die eine Mission ist oder nicht. Werden wir gleich herausfinden. Machen wir erstmal und schauen dann gleich mal, ob nach Abschluss dieser Mission einfach das Ganze zu Ende ist oder ob wir danach noch ein bisschen spielen können. Ansonsten muss ich halt mal eben ein neues Spiel anfangen. Und dann werde ich halt die ersten paar Missionen mal eben überspringen. Indem ich sie rausschneide. Nicht, dass ich wirklich wüsste, wie man sie überspringt. Ich weiß, man kann vieles am Start überspringen. Na, okay. Und jetzt kann ich, glaube ich... Jetzt müsste das hier gehen. Ja, wunderbar. Okay, dann wollen wir jetzt nämlich mal eben den einen großen Skip, von dem ich noch weiß, dass er funktioniert und in etwa weiß, wie er funktioniert, mal eben noch ausprobieren. Ob ich ihn gerade mal auf Kamera hinkriege. Ich meine, das ist eigentlich in der Regel mehr eine Frage der Zeit als eine Frage von, ob es geht oder nicht. Ja, also wie wir uns erinnern, haben wir bis zu diesem Zeitpunkt in dem Spiel das Tutorial gemacht. In der Arena, wo wir halt rumspringen müssen und ein paar Eco-Orbs einsammeln müssen. Dann haben wir ein paar Echsen mit unserer Sprungechse gesammelt. Dann haben wir an dem komischen Satelliten rumgespielt. Indem wir vier Knöpfe gedrückt haben. Ja, und dann haben wir dieses Autofahrt-Tutorial gemacht. Das heißt, wir sind ja halt nur ein paar wenige Missionen im Spiel. Müssen jetzt halt einfach als nächstes das Rennen machen. Ja, wir können aber auch hier hinten rüberfahren. Und wissen ja, dass hier hinter ein Metallschädelnest ist. Allerdings. Oh mein Gott, ist eine Wand. Wer hätte es gedacht? Was man braucht, ist, dass dass das Fahrzeug noch rumspringt. Das ist ganz wichtig. Und dann müssen wir aussteigen und wollen, dass wir noch weiter rumwackeln. Ich weiß nicht, warum das funktioniert. Warum man speziell braucht, dass das Ganze wackelt. Ich schätze mal, dass es was damit zu tun hat, dass wir... Okay, wir haben es irgendwie geschafft zu sterben dabei. Das ist mir auch noch nicht passiert. Scheinbar sind wir zwischen unserem Fahrzeug und der Wand zerquetscht worden. Interessant, das habe ich noch nie gesehen. Dinge, die das erste Mal passieren, wenn man einmal aufnimmt, ne? Gut, dass ich den Speedrun damals nicht aufgenommen habe. Das war auch lange, 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 bevor ich angefangen habe, Videos zu machen. Also hätte ich das sowieso nicht getan. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Und jetzt das Wichtige war, dass die ganze Sache dabei noch ein bisschen gewackelt hat.
Ja, und dann versuchen wir dann noch mal ein bisschen anders ransetzen. Und versuchen wir dann noch mal. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. So, schauen wir mal, ob es schon funktioniert hat oder nicht. Ja. Zumindest schon zum Teil schon funktioniert. Ja, und weil man, ich weiß nicht, warum das passiert, aber wenn man sich da so reinschiebt, schätzt man, es hat was damit zu tun, dass man damit irgendwie die, dadurch, dass die ganze Zeit die Hitbox angestrengt wird, Dinge mit der Wand passieren. In dem Fall werden halt seitlich die Wände entladen, rechts und links. Und ja, dann kann man einfach hier reinfahren. Und wenn man sich so an das Spiel zurück erinnert, was war denn die erste Mission, die wir hier drin gemacht haben? Die erste Mission, die wir hier drin gemacht haben, war, dass wir die komischen Eier hier in dem Nest zerstören mussten mit Sig im Fahrzeug, nachdem wir die Arena besudelt haben nach, ich glaube, einem guten Viertel des Spiels oder so um den Dreh. So, das ist eben die erste Mission, die man hier drin machen muss. Und diese Mission hat gerade gestartet. Jetzt müssen wir nur noch sterben, damit wir ein Fahrzeug kriegen, das tatsächlich angreifen kann. Denn mit dem komischen Sandeinwickler können wir das nicht. Wenn die mir jetzt auch noch treffen würden, Dankeschön. Ja, und da wir gestorben sind, spawnen wir dann einfach entsprechend wieder hier mit dem Fahrzeug, das wir dafür brauchen, um diese Mission abzuschließen. Und damit haben wir einfach mal eben ein Viertel des Spiels geskippt. Weil wenn wir jetzt hier rauskommen, ist dann die nächste Mission, die wir haben, zum Tempel rüber zu fliegen. Beziehungsweise rüber zu fahren mit dem Dünenspringer. Und dann da die Gleitermission zu machen, um zum Vulkan zu kommen. Und der ganze Kram, um dann unsere erste komische Dunkeljack-Unsichtbarkeit-Fähigkeit zu kriegen, die wir nie wieder einsetzen danach. Aber hey, da kriegen wir sie und sie ist einmal nützlich. Wie halt irgendwie alle speziellen Dunkel- und Lichtjack-Fähigkeiten in diesem Spiel. Ja, und das ist der eine große Skip, an den ich mich noch entsinne. Ja, die anderen habe ich ja alle schon mal angesprochen, grundsätzlich wo sie sind und theoretisch wie sie funktionieren. Das eine eben, dass wir dann in dem Tempel, wenn wir einmal da sind, dass wir dann da out of bounds gehen und dann da rumspringen, um dann direkt zu der Zeitstoppfähigkeit zu kommen. Und sobald wir die Mission halt dann gemacht haben, können wir direkt zu der Mission kommen, wo man den komischen Minenwagen, das Minenkart einmal durch diese ganze Schlucht treiben muss, indem man die Brücken aktivierte und so. Und danach kommt man halt direkt zu dem Bosskampf am Ende von Akt 1. Und dann, wie ich schon mal gezeigt habe, kann man dann, muss man dann da eben diesen unendlichen Hoverboard-Sprung benutzen, um dann direkt in die letzte Mission, eine der letzten Missionen von Akt 3, dann direkt rein zu glitchen. Und das war der Speedrun damals, als ich den gemacht habe. Und das hier ist eben der größte Skip, den ich halt noch kann, weil er extrem einfach ist. Alles, was man machen muss, ist mit dem Fahrzeug in die Wand zu fahren, auszusteigen und das oft genug hintereinander zu machen, dass rechts oder links die Wand despawnt und dann fährt man einfach durch die Wand und hat ein Viertel des Spiels geskippt. Mit Abstand einer der einfachsten Speedrun-Skips ever. Wahrscheinlich. Das ist wirklich nicht kompliziert. Das dauert halt einfach nur manchmal ein bisschen lange, beziehungsweise die Leute, die mehr Ahnung davon haben, wie der Glitch funktioniert, wissen halt mehr oder weniger sehr gut, wann die Wände despawnt sind. Ich musste immer ein bisschen raten. Ist die Wand jetzt weg? Ja, nein, vielleicht. Ja. Ich weiß, dass heutzutage, ich weiß nicht viel von den aktuellen Speedruns, aber ich weiß, dass es nicht mehr so gemacht wird, mit dem Fahrzeug da hoch zu glitchen, sondern man glitcht, glaube ich, heutzutage direkt schon in der Fang-die-Ratten-Mission
aus der ganzen Stadt raus und ist dann zu Fuß hier durch die Berge out of bounds und glitscht sich dadurch in das Metallschädelnest rein, wenn ich mich recht entsinne. Also ich habe schon sehr lange keinen Speedrun mehr von Jack 3 gesehen, aber das, was ich mal so an Ausschnitten von aktuellen Runs gesehen habe, ist das, glaube ich, die aktuelle, zumindest die aktuellste Strategie, die ich gesehen habe. Es kann sein, dass das auch schon inzwischen wieder veraltet ist, weil ich auch schon eine Weile keine Runs mehr gesehen habe, aber das sind so grob die Dinge, die ich noch im Kopf habe. Und wie gesagt, jetzt wäre die nächste Mission eben, mit dem Dünenspringer zum Tempel zu springen, aber das lassen wir natürlich, denn das haben wir alles schon mal gemacht. Deshalb sage ich an dieser Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Jack 3 hat euch genauso sehr gefallen, wie es mir gefallen hat, das Spiel nochmal zu spielen. Und wir sehen uns dann einfach wieder hoffentlich im nächsten Let's Play-Projekt, von dem ich noch überhaupt keine Ahnung habe, was es sein wird. Aber wir schauen einfach mal, ne? Bis dahin. Aloha.